Liebe Sachsenhainerinnen und Sachsenhainer, am 14.03. ist Kommunalwahl und damit herzlich willkommen im Wahlkampfstudio der SPD Taunusstein. Wir möchten Ihnen heute unser Wahlprogramm vorstellen. Wir, das sind Margret Nagel und ich, Tim Kollfuß. Wir möchten Ihnen heute Sachsenhain aus einer neuen Perspektive zeigen, und zwar aus der einer Familie, die gerade frisch hierher gezogen ist. Und dabei handelt es sich um die Familie Schön, vierköpfig, zwei Erwachsene, zwei Kinder. Sie sind auf einer Wanderung durch den Wald auf Sachsenhain gestoßen, waren begeistert von dem Ort und wollten jetzt gerne doch mal schauen, ob sie hierher ziehen können. Die erste Frage, die sich dieser Familie natürlich stellt, ist, wo wohnen wir? Die Frage nach bezahlbarem Wohnraum, sei es Grundstück oder Miete. Wir möchten, dass das Leben in Taunusstein-Sachsenhain nicht zum krassen Luxusgut wird, sondern wir wollen mehr sozialen Wohnungsbau und eine sozial gerechte Gestaltung von Gebühren. Aber damit sind natürlich noch nicht alle Probleme gelöst. Was machen wir denn, wenn Oma und Opa auch hierher ziehen wollen? Ja, eigentlich ja sehr erfreulich, denn Oma und Opa können in dieser schönen Landschaft nochmal aufblühen, können sich eine wunderschöne Wohnung suchen oder was natürlich für die Familie noch besser wäre, Oma und Opa ziehen bei denen mit ein. Sollten sie aber sich für eine Wohnung entscheiden, sind wir dafür, dass sie selbstbestimmt und lange in ihrer Wohnung leben können. Und darum setzen wir uns dafür ein, dass wir mehr Service bieten, Service wohnen, betreutes Wohnen, eventuell auch in einem Mehrgenerationenhaus, was, wenn die Familie zusammenziehen würde, ja schon gegeben wäre. Der Nachteil ist natürlich, dass wir keine Einkaufsmöglichkeiten in Sachsenhain haben und für alte Leute ist das dann ein wenig schwierig. Aber wir haben eine grandiose Idee. Wir wollen uns nämlich einsetzen für einen mobilen Marktplatz. Und das werden wir mit Macht initiieren. Und ich weiß auch schon einen Platz, wo wir den hinstellen können. Vor dem Bürgerhaus. Da ist auch der Kindergarten. Mami kann, wenn sie mittags ihre Kinder vom Kindergarten abholen, gleich da einkaufen. Da ist ein wenig Leben und man hat das Gefühl, man ist in der Stadt. Aber was macht man jetzt den ganzen Tag in Sachsenhain? Wahrscheinlich geht man morgens, die Kinder zumindest, morgens in die Schule und nachmittags in irgendwelche Vereine. Aber wir in Sachsenhain haben richtig tolle Vereine, um beispielsweise zu nennen sind der Karnevalsclub, der Tennisclub, der Fußballclub oder die Freiwillige Feuerwehr. Genau. Genau diese bilden das Fundament unserer zusammengehörigen Gemeinschaft und sollten nicht Opfer einer unnötigen Sparpolitik werden. Deswegen wollen wir eine bessere finanzielle Förderung von den Vereinen und eine zentrale Anlaufstelle für die Vereinsfragen. Wenn es also den Vereinen gut geht, muss eigentlich nur noch die Frage geklärt werden, wie denn die Kinder oder die Mitglieder generell von zu Hause zur Sportstätte kommen. Ja, und da setzt natürlich dann wieder der ÖPNV ein, der öffentliche Personennahverkehr. Der ist natürlich noch ausbaufähig. Da gibt es noch ganz viele Baustellen auf die Wege zu bringen. Als ich vor 40 Jahren nach Sachsenhain gezogen bin, da gab es dreimal am Tag den Bus, morgens, mittags und abends. Und das war's. Und wenn man dann nicht motorisiert war, war man aufgeschmissen. Aber das ist natürlich jetzt inzwischen besser, aber nichtsdestotrotz muss noch eine Menge gemacht werden. Die Fahrpläne müssen besser koordiniert werden. Wir von der SPD setzen uns aber auch für den Ausbau der Radwege aus. Und wir planen, dass wir einen lückenlosen Radweg haben von Sachsenhain entlang der A bis nach Neuhof. Das ist ja auch dann wieder Naherholung. Naherholung ist ein super gutes Stichwort. Es geht hier in Taunusstein vor allem darum, die Natur zu erleben. Wir sind umgeben von Wald und Feldern und wir möchten, dass es auch für die Zukunft so bleibt. Genau. Wir möchten uns deswegen für den Wald und das Grundwasser einsetzen und das im Bereich des Machbaren schützen. Nachhaltigkeit gibt es aber auch in mehreren Facetten, zum Beispiel das nachhaltige Wirtschaften, weswegen wir den Preis des Handwerks ins Leben gerufen haben. Ja, aber weißt du,
Das finde ich ganz toll. Handwerk müssen wir mehr auch in Seitzenhahn ansiedeln. Es war mal mehr, aber es ist doch mit der Zeit ja zugunsten des Wohnungsbaus, Häuser bauen. Seitzenhahn hat überwiegend Einfamilien-, Zweifamilienhäuser. Ist das auf der Strecke geblieben? Was ich aber gerne noch mal anschneiden würde, weil du gerade von der Nachhaltigkeit und vom Wald gesprochen hast. Wir haben einen Hund und ich bin jeden Tag mehrere Male mit dem Hund draußen im Wald. Und durch Stürme und jetzt durch den Borkenkäferfraß sind viele Bäume kaputt, ragen da in die Luft, ganz bizarr, oder sind schon gefällt worden. Überall liegen Stapel von Baumstämmen herum. Und ich meine, für jeden gefällten oder umgekippten Baum einen neuen zu pflanzen. Denn sonst haben wir bald keinen Wald mehr um uns herum. Und das wäre sehr schade. Das wäre sehr schade. Damit es nicht passiert, werben wir hiermit um Ihre Stimmen, damit Sie uns am 14.03. wählen. Sollten Sie irgendwelche Fragen noch haben zu unseren Themen, stehen wir Ihnen auf jedem Social-Media-Kanal natürlich gerne zur Verfügung. Ja, und nicht vergessen, Liste 2.